Nivea schwächelt, Tesa in der Krise. Diesen Artikel schrieb heute Morgen das Handelsblatt, nachdem Beiersdorf seine Q1-Ergebnisse präsentiert hat. Ich zeige dir heute, wie ich als Investor und als Optionshändler mit solchen Daten arbeite und was ich vielleicht daraus schließend machen werde. Also bleib dran. Ja, herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Eberhardt und ich bin leidenschaftlicher Investor und Optionshändler. Heute Morgen hat das Handelsblatt diesen schönen Artikel veröffentlicht. Beiersdorf hat seine Quartalsergebnisse präsentiert und Beiersdorf kommuniziert ganz klar, dass es auch von der Corona-Krise erwischt wurde. Die Quartalsergebnisse zeigen einen Umsatzrückgang und zwar in beiden Bereichen. Beiersdorf hat zwei Sparten, zwei Bereiche. Das ist der Consumer-Bereich. Zudem gehören bekannte Marken wie Nivea, Eucerin, Hansaplast und die Luxuspflegelinie La Prairie. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch der Bereich, der sich um die Klebstoffe kümmert, beziehungsweise der die Klebstoffe beinhaltet. Und das ist Tesa. Von der Umsatzverteilung kann man ungefähr sagen, dass 80% für den Consumer-Bereich sind und 20% des Umsatzes werden circa von dem Tesa-Bereich generiert. Ja, der Umsatz ist organisch um 3,6% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Die Konsumgütersparte, also den Consumer, wo halt wie gesagt Nivea, Eucerin und La Prairie und Hansaplast drin stecken, schrumpft um 3,3% und Tesa, der Klebstoff, die Klebstoffsparte, verlor sogar 4,1%. Ja, Beiersdorf hat auch gesagt, sie möchten sich jetzt keiner Prognose für dieses Jahr weiter verpflichten. Die Prognose, die Anfang des Jahres kommuniziert wurde, die wurde auch zurückgenommen. Sie hat keine Gültigkeit mehr. Aber was fiel denn beispielsweise positiv auf? Wie gesagt, es gibt ja auch unter der Consumer-Sparte unterschiedliche Produkte. Das ist beispielsweise Eucerin und Aquaphor. Dieser Bereich gehört den dermatologischen Pflegeprodukten zu und der Bereich hat ein ordentliches Umsatzplus generiert. Der Healthcare-Bereich wuchs auch ordentlich, sogar um 10,1%. Ja, weiterhin, wie gesagt, ist Beiersdorf noch immer auf dem gleichen Trip, nämlich den Trip, Investitionen aufrechtzuerhalten. Sie haben ein Projekt, das ist dieses Care Plus Projekt und daran hält der Vorstand definitiv fest. Diese Strategie wird also weiterhin umgesetzt. Ich habe mir heute Morgen gedacht, wir besprechen auf der einen Seite, machen wir eine kurze Unternehmensvorstellung, kommen dann zum Faktencheck, gehen auf die Entwicklung des Aktienkurses ein, schauen, was wir als Optionshändler für eine Strategie anwenden können und wenn wir eine gefunden haben, dann kommen wir vielleicht auch zu der Umsetzung. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir wollen das Unternehmen mal vorstellen und vielleicht noch mal ganz kurz, das Unternehmen ist schon wirklich sehr alt, wenn man das so sagen darf. Es wurde 1882 von dem Apotheker namens Paul Karl Beiersdorf in Hamburg gegründet. Die Holding, das Hauptquartier, also das Headquarter, ist auch immer noch in Hamburg. Wenn wir uns die Aktionärsstruktur mal anschauen, da gehe ich gerne auch mal auf Market Screener. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber diese Seite, sofern sie nicht kostenpflichtig ist, nutze ich doch hier und da mal. Und da sieht man, dass bei der Aktionärsstruktur schon auffällt, dass mit 51% Max Invest AG beteiligt ist. Das ist sozusagen der Erbe oder sind die Erben des Gründers von Tchibo und die haben dann nach oder der jetzige
Nachfolger, der Erbe, hat also auch diese Firma nach dem Namen seiner Eltern benannt. Ist halt ganz interessant, also dazu gehört halt die Familie Hertz und das ist halt einer der reichsten und einflussreichsten Familien deutschlandweit. Wie gesagt, die sind Besitzer der Tchibo, also von Tchibo, also die Tchibo Holding ist jetzt auch die Maxinvest, die wurde halt umfirmiert und wie man halt hier sehen kann, knapp 51% sind sie Mitbesitzer an Beiersdorf. Beiersdorf selbst 9,99% und dann folgen noch viele kleinere Investoren. Gucken wir uns doch jetzt nochmal an, was vielleicht der Vorstandschef gesagt hat. Ja, er schreibt hier beispielsweise, und das finde ich ganz schön, auch unter großen wirtschaftlichen Herausforderungen halten wir strategisch unseren Kurs und investieren in die Initiativen im Rahmen von CarePlus. Und das ist doch mal was, dass man sich da nicht aus der Bahn werfen lässt. Und das zeigt ja auch, dass es dem Unternehmen eigentlich ganz gut gehen müsste. Und wenn man noch weiterhin an seinen Investitionsprojekten, Maßnahmen, Strategieausrichtungen weiter festhält, die man schon vor einer so stark unvorhersehbaren Krise hatte, dann zeugt das doch schon von einer gewissen Substanz, die man mitbringt. Und zu der gehen wir jetzt auch und da gehe ich doch mal gerne auf die Morningstar Homepage und da möchte ich kurz drauf hinausgehen, dass für mich, und das möchte ich auch wirklich hier sagen, einer der wesentlichen Faktoren oder Kennzahlen, die jetzt wichtig sind in der Krise, ist die Eigenkapital oder das Eigenkapitalanteil, weil es ist momentan nicht gut in einer Krise, wenn man wenig eigenes Geld hat. Zurzeit ist ja wirklich in jeglicher Hinsicht Cash is King und hier mit einem Anteil von 60%, knapp über 60% zum Ende des Jahres 2019, das ist schon ordentlich und man sieht hier auch, daran hält sich auch Beiersdorf. Beiersdorf hat immer ungefähr so 38% im Schnitt in den letzten Jahren an Verbindlichkeiten gehabt und so ungefähr 62% im Schnitt der letzten 5 Jahre ein Eigenkapital. Das ist natürlich schon wirklich ordentlich. Dann gucken wir uns jetzt vielleicht mal die Bilanzdaten an. Hier der Ertrag ist natürlich der Umsatz und der Umsatz ist auch wirklich stabil. Das ist auch schön und genauso kann man sich den Nettogewinn anschauen. Der Nettogewinn ist immer so roundabout über 700 Millionen Euro. Das ist doch schon mal ordentlich. Das heißt, wir haben wirklich sehr stabile und schon wachsende Umsatzzahlen, genauso wie den Gewinn. Wir haben eine wirklich hohe oder ein hohes Anteil an Eigenkapital, also die finanzielle Stabilität ist gegeben. Und jetzt gucken wir uns auch nochmal an, was wird denn hier wirklich operativ an Cash generiert. Und da sieht man hier, das ist der operative Cashflow, auch da, also sehr schön. Wir haben eine ganz, ganz stabile Cashflow-Geschichte und wir gucken uns auch mal an, nach Abzug der Investitionen, was bleibt noch an Cashflow übrig. Und man sieht hier auch, wir haben einen wirklich stabilen Cashflow. Klar, wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt. Es wurden auch keine Prognosen als solche gegeben. Es wird auch definitiv kein Spitzenjahr werden. Aber, und deshalb gehen wir jetzt auch auf den Aktienkursverlauf hin, weil wir werden jetzt auch sehen, ob die Aktie vielleicht verhältnismäßig günstig oder teuer ist und wie sich die Aktie im Vergleich zum restlichen Umfeld der DAX-Unternehmen entwickelt hat. Und das machen wir jetzt auch und dazu gehe ich auf TradingView. Ich habe es hier schon geöffnet und ich gucke mir als erstes, gucke ich mir Year-to-Date an, das heißt seit Anfang des Jahres die Entwicklung und die blaue Linie, das ist Beiersdorf und die orange-rote Linie, das ist der DAX. Und wir sehen jetzt beispielsweise, dass der DAX
zum Höchstzeitpunkt des Jahres 2020 bis zum Tiefstpunkt um die 37% verlor. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Beiersdorf, da haben wir einen Verlust von ein bisschen mehr als 20%. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie es seit Anfang des Jahres gelaufen ist, da sind wir mit Beiersdorf bei minus 16%, vergleichbar der DAX bei 20%. Auf ein Jahr verglichen, gucken wir uns mal hier das mal an, ich nehme mal die Linien jetzt der Übersicht wegen raus, auf ein Jahr verglichen ist Beiersdorf in der Entwicklung auch besser als der DAX. Aber man sieht hier, und das werden wir jetzt auch bei den 5 Jahren sehen, es ist schon wirklich eine schöne Parallelität zu erkennen zwischen DAX und Beiersdorf. Und in allen Zeiträumen, die ich bis dato aufgezeigt habe, ist Beiersdorf besser als der DAX. Ja, was ist das jetzt? Was hat das jetzt für uns zu bedeuten? Ich nehme jetzt noch mal einen Blick auf den Aktienkurs und versuche jetzt den Vergleich hier ein wenig anders zu machen. Lasst mich mal bitte kurz auf OnVista gehen und da versuche ich jetzt mal, Beiersdorf ist zurzeit Tagesverlierer und da sieht man halt, wir waren in Spitze und das ist jetzt in diesem Jahr, in einem Jahr gewesen, waren wir bei 115,90 und wir sind jetzt bei 88. Und wenn wir das jetzt einfach mal in Relation packen, dann haben wir 25% verloren. Das ist doch eine Chance, günstig zu kaufen. Das 52-Wochentief, hier steht es ja auch, lag bei 77,62. Es bieten sich jetzt, ich muss sagen, ich finde die Aktie attraktiv. Es ist doch eine solide Aktie, eine stabile Aktie. Vielleicht als Investor nochmal die Dividendengeschichte uns angeschaut und wir sehen seit 2009 stabile 70 Cent. Es ist kein Dividendenwachstum, aber es ist auch, wenn man das jetzt auf den Gewinn sich anschaut, eine sehr niedrige Ausschüttungsquote. Klar könnte man sagen, es wäre schön, wenn man als Investor mehr davon abbekommt, aber Beiersdorf hat ja auch eine Erfolgsgeschichte. 70 Cent sind jetzt bei 100 Euro betrachtet, noch nicht mal 1%, 0,7%. Wir dürften jetzt ungefähr auch zwischen 0,7 und 1% sein bei den 88. Aber es ist keine Dividendenaktie, es ist aber eine solide Aktie und sie hat ja in den letzten Jahren auch gezeigt, sie hat ja doch ein vergleichsweise schönes, in Anführungszeichen schönes, Wachstum hingelegt. Ich würde die Aktie gerne haben, aber nicht zu dem Preis von 88. Ich würde gerne auf dem 52-Wochen-Low kaufen. Und was bietet es uns da für Möglichkeiten als Optionshändler? Natürlich die Cash Secured Put. Das heißt, wir legen jetzt den Strike auf die Höhe, oder wir versuchen es, auf die Höhe des 52-Wochen-Low. Und wünschen uns dann die Aktie her. Das heißt, von wegen, dass wir in die Pflicht kommen, dass die Aktie nochmal sich ein bisschen nach unten entwickelt und dass wir dann die Aktie bekommen. Und diese Umsetzung, diese Cash-Secure-Put-Strategie, die setzen wir jetzt, wie gesagt, um und die zeige ich euch jetzt in der TWS. Ich sage euch jetzt auch direkt, warum ich hier keine Short-Put-Strategie raus machen würde. Selbst wenn ich sage, ich will die Aktie nicht haben und deshalb wäre die Short-Put-Strategie für mich eine Option, sage ich nein, und das liegt natürlich an der sehr niedrigen impliziten Volatilität mit 31,1%, und die implizite Volatilität, die hat ja einen ordentlichen Einfluss auf die Prämie und deshalb wäre sie für mich kein Cash generierender, keine Cash generierende Option. Und das ist es ja bei der Short-Put-Strategie. Ach ja, übrigens, wenn ihr mehr auch zur Short-Put-Strategie haben wollt,
Ich kann euch es kostenlos zusenden, das Buch. Ihr müsst euch nur unten anmelden, ja. Dann bekommt ihr es zugeschickt. Ihr könnt auch noch die Strategie, Short-Put-Strategie und auch die anderen, wie jetzt die Cash-Secured-Put oder Covered-Call-Strategie bei mir auf der Homepage unter der Academy anschauen. Da biete ich regelmäßig kostenfreie Webinare. Wäre auch schön, wenn ihr vorbeischaut. Wenn nicht, wäre es schön, wenn ihr auch mir auf dem YouTube-Kanal folgt. Dazu würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also auch das könnt ihr machen oder ein Like oder Kommentare. Oder ihr guckt euch das jetzt an und findet die Idee vielleicht gar nicht mal verkehrt. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir wissen, die Aktie lag ungefähr bei 77 Euro beim 52 Wochen Low. Und da wollen wir jetzt hin. Wir wissen auch, je weiter oder je länger die Restlaufzeit ist, desto höher ist der Zeitwert als wesentliche Komponente des Optionspreises, der Optionsprämie. Aber es gibt natürlich auch so eine Nice Zone. Das ist die Zone, das ist der Bereich, wo der Zeitwertverfall für uns als Optionsverkäufer sehr attraktiv ist. Und das ist alles 90 Tage und kürzer. Und da sind wir mit unseren 45 Tagen drin. Also machen wir das doch. Und long story short, back to business. Hier haben wir eine und die schreibe ich jetzt auch. Vorab sei gesagt, normalerweise würde ich bei so einem Spread auch mir ein bisschen mehr Wartezeit bis zur Ausführung geben. Das heißt, so ein weiter Spread könnte halt auch auf eine gewisse Illiquidität hindeuten, ist für uns aber nicht so wichtig. Wir wollen ja die Aktie. Das heißt, wir wollen sie jetzt einmal wollen wir sie jetzt schreiben, also verkaufen und dann bis zum Schluss nichts tun. Also von daher, ich gehe jetzt mal mit 75 rein beispielsweise und übermittle. Ist nicht drin, dann gehe ich jetzt auf 73 und sie wird ausgeführt bei 2 Euro Gebühr wären wir bei 71 Euro und wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen jetzt 100 Aktien zu 76 eingebucht. Wenn der Strike-Preis die 76 touchiert wären, das sind 7600 Euro, das darf man natürlich nicht vergessen. Bei der Cash-Secured-Put-Strategie, dass Aktien, die teurer sind, natürlich auch in Summe ein großes Investment darstellen. Wenn ihr mehr wissen wollt, was das hier ist, diese Optionskette, diese, sage ich mal, Put-Call und die ganzen Begrifflichkeiten, und ihr seid noch ganz frisch dabei, dann empfehle ich euch natürlich auch meine FAQ-Seite auf der Homepage anzuschauen. Da stehen die ganzen Begriffe drin. So, was haben wir jetzt gemeinsam gemacht? Wir haben ein Cash-Secured-Put gemacht. Wir haben uns für die Beiersdorf-Aktie entschieden. Wir sagen, das ist ein solider Wert und für 76 Euro ist sie nice to have. Also, war schön. Ich wünsche euch trotzdem noch weiterhin einen aktiven Tag und einen spannenden und happy trades. Bye, bye.